Seine Vorbilder als Torhüter? Jens Lehmann, Marc-André ter Stegen und Tim Howard, der für mich ein unglaublicher Keeper ist. Sein Wechsel nach Berlin? War meine beste Wahl. Sein Ziel? Auf lange Sicht die Nummer 1 bei Hertha zu werden und Berlin zu repräsentieren. An Ehrgeiz mangelt es Jonathan Klinsmann nicht. Torwarttrainer Zsolt-Petri beobachtet den 20-Jährigen allerdings durchaus kritisch. Nach der Trainingseinheit am Dienstagnachmittag sprach der Sohn des früheren Nationalspielers und späteren Bundestrainers Jürgen Klinsmann nach den ersten 9 Monaten in Berlin über sich und seine Zukunft. Ob die tatsächlich bei Hertha liegt, muss sich zeigen. Im Club ist man mit der Entwicklung Klinsmanns keineswegs komplett zufrieden. Sportlich bringe er alles mit, bekräftigte Herthas Torwarttrainer Zsolt-Petri am Dienstag. Was die Grundtechniken angeht, hat er es drauf. Auch athletisch hat er sich gut entwickelt. Als er vor der Saison von den California Golden Bears der University of Berkeley nach Berlin wechselte, fehlte es dem Keeper vor allem an Stabilität im Rumpfbereich. Inzwischen ist er physisch deutlich stabiler und hat diese Defizite aufgeholt, andere nicht, wie Petri deutlich macht. Das Können hat er, aber er bringt es nicht jeden Tag in der Praxis auf den Platz. Das vermissen wir im Trainerteam alle von ihm. Die vergangenen 2, 3 Monate sind nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Das seriöse, ernsthafte, fokussierte, deutsche Arbeiten hat ihn noch nicht ganz erreicht, das ist noch zu viel amerikanisch drin. Die Persönlichkeitsentwicklung ist etwas hängen geblieben. Das siehst du im Training, er spricht wenig mit den Mitspielern, hat wenig Kontakt, wenig Ausstrahlung, Überzeugung und Entschlossenheit. Torwarttrainer Zsolt-Petri. Petri vermisst in erster Linie mehr Präsenz und eine bessere Körpersprache bei dem US-amerikanischen U20-Nationalspieler. Die Persönlichkeitsentwicklung ist etwas hängen geblieben. Das siehst du im Training, er spricht wenig mit den Mitspielern, hat wenig Kontakt, wenig Ausstrahlung, Überzeugung und Entschlossenheit. Mit einem Wort, ihm fehlt noch die Körpersprache. Aber ohne diese Tugend kommst du hier im Fußball nicht durch. Wenn er das hinkriegt, kann er eine Option werden, wenn nicht, wird es schwierig. Er muss es erzwingen, dass er seine Mitspieler coacht. Er muss es erzwingen, dass er bei einem Ball aggressiver aus dem Tor rauskommt. Das ist das, was junge Torhüter in der Bundesliga ausmacht, die es in seinem Alter geschafft haben, Manuel Neuer, Bernd Leno, Renner Adler. Ich kam vom College. Da ist das hier sportlich eine andere Welt. Der Unterschied ist riesengroß. Jonathan Klinsmann. Klinsmann, der in München zur Welt kam und in Kalifornien aufwuchs, gibt zu, dass die Umstellung auf die Anforderungen im deutschen Profifußball immens sei. Ich kam vom College. Da ist das hier sportlich eine andere Welt. Der Unterschied ist riesengroß. Aber das ist definitiv das, was ich wollte. Ich hatte das Gefühl, dass ich auf diesem Level spielen kann. Anfangs habe er sich etwas allein gefühlt, weil alles neu war, die Menschen, die Gesichter, die Stadt, auf dem College war ich auch ohne meine Familie, aber mit 5 Jungs auf dem Zimmer. Das ist etwas anderes, als wenn du allein in einem anderen Land mit einer anderen Sprache bist. Gerade zu Beginn war die Sprachbarriere eine hohe Hürde. Aber inzwischen ist alles hier viel besser. In der Bundesliga zählte er im Januar gegen Borussia Dortmund, 1:1, zum 18er Kader, eingesetzt wurde er bei den Profis bislang in Testspielen und einmal in der Europa League, beim sportlich bedeutungslosen 1:1 im Dezember gegen Östersunds FK, 1:1, als Klinsmann in der Schlussphase einen Elfmeter von Östersunds Kapitän Vanuri parierte und auch sonst einen starken Eindruck hinterließ. Das Spiel hat mir viel Selbstvertrauen gegeben, sagt Klinsmann, der Abend war sehr speziell und wichtig für mich, weil die Leute gesehen haben, oh, der kann spielen. Auch die bislang 9 Einsätze in der U23 in der viertklassigen Regionalliga Nordost, zuletzt am Sonntag beim 4:0 gegen den FC Oberlausitz, sieht der Filius des Weltmeisters von 1990 als hilfreich an, jedes einzelne Spiel bringt mich weiter. An der Wettkampfmentalität des Schlussmannes zweifelt auch Petri nicht. Jonathan hat gute Spiele gemacht, gegen Östersund, auch in der Vorbereitung im Winter, sagte der ungarische Torwarttrainer an die Adresse der Berliner Journalisten. Aber im Training steht ihr draußen und hört ihn wahrscheinlich auch nicht und fragt euch, wer da im Tor steht. Das ist das falsche Zeichen. Er ist noch einen Tick zu naiv, zu blauäugig. Jonathan denkt, dass er mit Können weiterkommt.
Aber das Können musst du mit Überzeugung paaren. Persönlichkeit zu entwickeln geht langsamer, als einen schönen langen Ball mit dem Fuß zu schlagen. Aber ohne sie wird man in den Boden gedrückt, und das will er wahrscheinlich nicht. Der Name Klinsmann wird mein ganzes Leben bleiben. Das ist auch nicht schlimm, es hat auch Vorteile. Jonathan Klinsmann. Das will er ganz sicher nicht. Auf Sicht hofft der 1,94 Meter lange Klinsmann, sich bei Hertha, wo sein Vater Mitglied ist, den Platz im Tor der Profis erkämpfen zu können, wenngleich er weiß, ich habe mit Rune Jahrstein und Thomas Kraft zwei hervorragende Keeper vor mir, die über 10 Jahre mehr Erfahrung haben. Sie geben mir viele Tipps. Ich will von ihnen lernen und verhalte mich respektvoll, aber sie sollen auch merken, dass ich da bin. Mit dem Druck wegen des großen Namens kann er nach eigenen Worten umgehen. Vor dem Wechsel nach Berlin war ich ziemlich nervös, wie groß der Druck in Deutschland sein würde, verrät Klinsmann. Im College und generell in den USA war das kein großes Thema. Aber als ich dann hier war, haben mich alle sehr gut unterstützt, und wir haben ja noch zwei Jungs im Team, die wissen, wie es sich anfühlt, einen berühmten Vater zu haben, Palko Dardai und Moris Kovic, D. Red. Jetzt spüre ich den Druck nicht mehr so. Und der Name Klinsmann wird mein ganzes Leben bleiben. Das ist auch nicht schlimm, es hat auch Vorteile. Unterstützung vom berühmten Papa bekommt er, Klinsmann Senior war seit Sommer etliche Male in Berlin und schaute auch bei Regionalligaspielen seines Sprösslings in Berlin und auswärts mehrfach zu, mein Vater war oft hier und gibt mir immer wieder Ratschläge, aber er sagt mir, dass ich vor allem auf die Trainer hier hören soll. Für alle Keeper ist kein Platz in Berlin. In dieser Woche will sich Petri mit Manager Michael Pretz über das Torwart-Tableau für die neue Saison verständigen. Neben Jahrstein, Kraft, Klinsmann und Nachwuchsschlussmann Dennis Marsch stehen auch die bis Saisonende in die dritte Liga verliehenen Marius Gersbeck, VfL Osnabrück, und Nils Körber, Preußen Münster, jeweils bis 2019 bei Hertha unter Vertrag. Klar ist, für alle ist zur neuen Saison kein Platz in Berlin. Wir werden einen guten Wettbewerb haben, der uns alle besser macht, sagt Klinsmann. Ich muss und will mich noch verbessern, auch Duffer werden auf dem Feld und mich und meine Persönlichkeit besser ausdrücken. Das muss er, wenn er sich seine Träume in Berlin tatsächlich erfüllen will.